Ja Leute, willkommen bei einem neuen Video von mir und heute gibt es schon wieder Ghost of Tabor zu sehen. Ja, das erste Video dazu ist super gelaufen, um den Algorithmus ein bisschen zu füttern, muss ich natürlich noch ein Video machen. Nein, so ist es natürlich nicht. Ghost of Tabor hat schon jetzt einige Updates erhalten, was das Spiel schon ziemlich verbessert hat und ich habe nochmal 3-4 Runden gespielt, um euch das Ganze zu zeigen. Das, was mir am meisten aufgefallen ist, war als erstes, das Spiel ist für mich mit der Pimax. Ich weiß nicht, ob es bei euch so war. Die anderen Headsets haben zum Beispiel im Safehouse allein, ist es nicht mehr so extrem dunkel wie vorher. Also die, es wird ein bisschen Helligkeit geschraubt, dass es nicht mehr so extrem dunkel ist. Ja, ich habe wieder auf der Insel für euch gespielt und einen ohne Waffen ausgeholfen. Ich habe ihm eine Waffe gegeben, aber vorher natürlich entladen. Ne? So doof bin ich natürlich nicht. Immer noch ein grandioses Spiel. Ihr seht, Updates kommen nach und nach immer durch. Wo ich gespielt habe, waren ungefähr 348 Leute hier online im Spiel. Ist schon mal nicht schlecht und das Spiel ist auch aktiv noch mit drin. Also diesmal sieht man auch im Video, dass man gegen richtige Spieler antritt. Wo ich immer gestorben bin. Außer bei einem, das war ein NPC. Ja, Ghost of Tabor, wenn euch das noch interessiert, ist immer noch Early Access. Ja, kostet euch 24,99 € und hat auch DLCs, die ihr euch kaufen könnt. Also es gibt ein paar Upgrades, ja, wie das Care Package Update. Nein, jetzt habe ich hier alle in Warenkorb geschmissen. Nee, können wir mal schauen. Ja, da kriegt ihr hier ein paar Waffen, ihr kriegt Rucksäcke und so weiter, was ihr euch selber kaufen müsst. Ihr müsst euch bewusst sein, ist wie Escape from Tarkov, wenn ihr in-game sterbt, ist alles weg. Ja, wenn ihr nicht in den Exit oder Extraction Point kommt und vorher einen Löffel abgebt, ist alles weg, was ihr dabei habt. Ob es eine geile Waffe war, ob es Rucksack war, alles weg. Ihr könnt Missionen erfüllen, dafür kriegt ihr Geld. Dafür werden neue Waffen freigeschaltet auf den Tabor Market. Da könnt ihr einkaufen gehen und dann wieder im Spiel. So ist das, ja. Looten und leveln, wie wir es schon kennen. Und so läuft das Spiel ab. Lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Tut natürlich kein weh. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß bei dem Video. Ja, Leute, und da sind wir schon im Spiel drin und wir sind im Safe House drinne und hier hat sich wirklich ein bisschen was getan. Ja, hier haben wir ja den Trade Room, der hatte ja vorher diese Tür gehabt, wurde jetzt getauscht. Hier haben wir jetzt eine offene Tür, wo wir zum Markt direkt gehen können. Das ist auch neu hinzugekommen. Sonst, ja, haben wir wie immer unsere Armory hier, wie wir es kennen. Ich habe hier schon ein bisschen was mal eingekauft. Ja, hier meine schöne goldene, die habe ich bis jetzt noch nicht benutzt. Ja, da werden wir uns mal einkleiden. Rucksack haben wir hier auch noch. Ich will mal kurz in den Trade Room gucken, ob ich hier noch was drinne habe. Ja gut, so viel habe ich eh nicht mehr drinne. Ja, gut, das werden wir aber mitnehmen. Ich gucke mal, Rucksack habe ich hier keinen. So, also das Spiel hat bis jetzt ein paar Updates erhalten. Es ist auch wesentlich heller geworden, ja. Hier der Bereich, auch im Spiel allgemein, ist jetzt heller geworden. Das war vorher wirklich, also ich weiß nicht, ob es an der Pimax gelegen hat, vorher wirklich richtig, richtig, richtig krass dunkel gewesen. Also es ist auf jeden Fall jetzt heller geworden. Und das finde ich schon mal gut, wenn es auch heller geworden ist. So. Nehmen wir die SKS mit. So. Wir werden jetzt mutig sein und komplett ohne Pistole reingehen. Magazine müsste ich hier hingelegt haben, genau. Einmal. So, irgendwo, genau. Ich würde gerade sagen, ich habe nämlich noch eine Magazintasche hier. Da kann man das nämlich auch noch mitnehmen. So, also wir haben ein Magazin, eine Waffe haben wir. Ich werde mir auf jeden Fall noch eine Spritze mitnehmen. Etwas zu essen und etwas zu trinken. Und ein Messer bräuchten wir noch. Das wäre nämlich ganz praktisch. Hier haben wir nämlich noch eins, damit wir futtern können. So, okay. Ich werde noch eine Granate mitnehmen. Ja, falscher Platz hier. Ist natürlich keine Dings hier. Komm, die stecken wir jetzt schnell ein. Und wir springen gleich mal in die Mission rein, dass wir vielleicht mal ein paar menschliche Gegner sehen.
So, hier hat sich ein bisschen auch was geändert. Hier können wir ein bisschen was lesen. Hier haben wir unsere Kontakte drin. Verschiedene Missionen, die wir machen können. Wir gehen jetzt zum Beispiel mal hier für einen Euromarkt. Das ist der Typ, der auf dem Markt sitzt. Ja, hier müsst ihr kill 5 Phoenix und 5 Players. Kill 25 NPCs und 25 Players. Complete 5 Raids. Da werden wir das auf jeden Fall mal machen. So. Dann gehen wir auf Play. Wie immer, wir haben noch Missile, Silo und Island of Tarbor. Ich finde Island of Tarbor immer noch richtig gut, weil das andere ist wirklich stockdunkel. So, und jetzt hier nochmal so die Ladezeit, wie lange das dauert. Es geht eigentlich schnell. Spieler waren jetzt so ungefähr zu dem Zeitpunkt, wo ich das Video aufgenommen habe, bei 300 noch was gewesen. Also bis jetzt noch, ja, relativ gut besucht, sage ich mal. Ich hoffe, das bleibt auch in Zukunft so. Nicht wundern, warum es heute ohne Kamera ist. Irgendwie will die momentan nicht, die Kamera. Damit ihr mich auch seht. Aber ihr wollt ja das Spiel sehen, ja. Also ich finde auch grafisch hat sich jetzt auch ein bisschen was getan. Es wird nach und nach immer wirklich ein bisschen besser, wo man auch nicht meckern kann. Ist natürlich gut, wenn man ein Video aufnimmt und hier schön rumlabert auf der Insel, wo einen jeder hören kann. Aber das ist ja nun egal. Vielleicht schaffen wir es sogar, dass wir rauskommen. So. Das hört schon mal gut an. Und wir sind am Strand. So, alles klar. So, hier oben hatten mir letztes Mal User darauf hingewiesen, dass man es einstellen kann. Ja, das habe ich mir jetzt hier oben eingestellt. Ich weiß nicht, ob ihr das im Video seht. Hier meine Orientierung. Die war vorher viel weiter unten. Das könnt ihr alles schön einstellen. Auch zum Beispiel durch die Pimax. Die hat ja allein das größere FOV. Wenn ihr Schmerzen erleidet, war es vorher wie so ein kleines Viereck. Was man aber auch vergrößern oder verkleinern kann und was man super anpassen kann. Also super gelöst. Kann man echt nicht meckern. So. Okay, da vorne sind wir. Da haben wir ein Haus. Exit Point 631, 500. Ja, gut. Ich habe gerade Schüsse gehört. Und wir wollen ja mal hier aus der Mission wirklich gut rauskommen. Ich höre hier was. Ich mach's euch mal ein bisschen lauter, nicht dass ihr am Ende hier sagt, der Chris lügt und hört nichts. So, ich hab's mal auf 100% gemacht. Also irgendwo schießt hier was. Also, die Bots sind leider immer noch. Ja, da hinten ist einer. Oh, da ist ein Spieler. Die sind immer noch strunzdoof. Oh. Habt ihr gesehen, da ist irgendwo ein Spieler. Der hat den gerade umgenietet. Muss man nur aufpassen. Ich glaube, der ist oben im Turm. Okay, wir gucken mal. Ich glaube, der ist oben im Turm drinne. Da läuft einer, ganz da vorne. Ich weiß nicht, ob ihr den seht. Ja, da. Da machen wir den. Und nicht down. Wir dann mal hier rangehen. Wir gehen hier oben über den Berg lang. Wenn wir hier hochkommen, scheiße. Komm. Ich sage ja, das Spiel macht sich nach jedem Update immer ein wenig besser. Und deswegen will ich es euch auch noch mal zeigen. Ist ja immer noch nicht tot, das gibt's noch nicht. Das war nix. Komm her.
Das gibt's doch nicht, ey. Ja. Ey, guck mal, der hat mich wirklich mit einer Glock 17 um die Ecke gebracht. Kann das möglich sein? Wahnsinn. Scheiße, ey. Gut, wir gehen mal schnell zum Markt. Taumarmark. So. Gut, wir brauchen erstmal Waffen, aber ich habe noch nicht viele freigeschaltet. Wir werden uns auf jeden Fall mal schnell noch Armor mitnehmen. Genau. Werden das noch mitnehmen. So. Da haben wir das. Machen wir das. Halt, wir müssen auch Checkout machen. So. Bye. Gut. So. Die Musik hier, ey. Das waren so. Der hat hier noch nichts. Hier drüben war er. Zack. Gun. Nehmen wir die Makara. Und. So viel haben wir wirklich noch nicht. Wir haben wirklich. Na gut, die Dings bringt mir nichts. Die. Da könnten wir es theoretisch auch mal probieren. So. Auch meine MMG. Ja, die ist mir zu teuer. So. Wir holen uns noch Magazine. Sind eh noch nicht viel freigeschaltet. Eins. Zwei. Und dann brauchen wir noch für die Assault Rifle. Nee, für ein Dings. Für. Ja, die brauchen wir, genau. Ah, das will noch nicht so nach dem Update jetzt. So. Das haben wir. Gun haben wir. Haben wir ein Sight? Natürlich nicht. Haben wir einen Silencer? Natürlich nicht. Haben wir eine Rail? Natürlich nicht. Haben wir Crip? Nein, wir haben noch nichts. Okay. Aber wir treffen auch so. So, nehmen wir hier nochmal eins dazu. So. Okay. Wieder zurück zum Safehouse. Und da habe ich gestern bestimmt auch eine halbe Stunde hier aufgeräumt. Ja, ich habe mir so viel Zeug hier gekauft. Und das wird ja hier alles angezeigt. Das kommt ja jetzt hier alles. So. Einmal. Zweimal. Yeah. Oh, die Waffe hängt hier. Ich werde mit der Waffe so ablosen. So, die tun wir uns erstmal. Ach so, wir haben noch keinen Rucksack. Die legen wir mal kurz hier hin. So. Jetzt gucken wir hier nochmal. Da haben wir noch. Genau, das war ja für die Granatentasche. Das ist ja blöd, kann ich die nicht hier? Hier, zack. Da tun wir uns. Die nehme ich jetzt rein. Aha, das geht auch schon besser. So. Wo muss schnell noch einen Rucksack? Ich hoffe, ich habe hier noch einen auf Lager. Da ist keiner, aber ich habe mir doch gestern hier einen. Nee, auch nicht. Keinen mehr im Schrank. Sag nicht, dass ich keinen Rucksack hier mehr kaufen kann. Och Mann, Leute. Habe ich das jetzt echt vergessen? Ich habe hier keinen Rucksack mehr. Hier habe ich nur die Dinger drin. Hier habe ich auch nichts mehr. Na gut, das geht ja schnell. Wir wollen ja wenigstens mal eine Runde was machen. So. Grafisch geht das Ganze auch in Ordnung, da kann man echt nicht meckern. So.
Wenn man das mal raus hätte, wie das hier funktioniert, dass man sieht, oh, ich habe hier einen Scanner. Bin ich ewig nicht drauf gekommen. Gebe ich ehrlich zu. Ja. So. Rucksack. Machen wir mal auf. Mein Gott, ey. So, jetzt ist er offen. So, ein Makarov-Magazin. Was ist das überhaupt? Ich weiß, wo habe ich das jetzt hingelegt? Ich weiß es gar nicht mehr. Missibar? Ne, wir haben eh noch die Szene. Wo habe ich denn das hingelegt? Naja, ist egal. Wir nehmen das jetzt mit. Wir wollen ein bisschen in die Mission, weil es bringt uns ja nichts, wenn wir hier jetzt die ganze Zeit rumstehen. Also, haben wir jetzt noch irgendwas hier? Hannah is running low on stock sugar bars. She wants you to refill her stock. Gulasch. 5 Raids. Stash of water. Okay. Stock of Nerds. Na, schauen wir mal, ob wir was finden. Ohne, dass uns jetzt gleich wieder jemand killt, ja. Es läuft aber absolut rund, das Spiel, ne? Also läuft absolut flüssig hier. Wunderbar. Das sieht schon cool aus. Und wie wir eben gesehen haben, haben wir einen richtigen Spieler da gehabt. Man sieht sie nicht häufig, man hat natürlich auch mit, nicht mit Bots, aber hier mit den NPCs zu tun. So, oh, ey, ist das am Halt am Anfang. So, wir sind genau wieder hier am Strand. Natürlich habe ich jetzt kein Wasser und nichts mitgenommen, ne? So, 725 Meter. Irgendwo noch ein Punkt. Ich sage jetzt nicht, dass das der einzige, nee, hier, 322, das passt. Okay, wir schauen uns jetzt mal um, ohne dass uns hier jemand umholzt. Kann man denn damit zielen? Ah, ist gut. Ist nicht das Schlechteste. Was halt wirklich noch ein bisschen sehr laut ist, die Schritte hören sich für mich immer noch nicht so geil an. Das geht ein, oder mir zumindest geht das irgendwann ein bisschen auf den Keks. Also es ist immer so tappel, 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 ja. Ah, oh, guck mal, ob jemand zu Hause ist hier. Dumm, die dumm, die dumm. Hallo, 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 jemand da? Hallo? Hallo? Ne, okay. Guten Tag. Keiner am Start. Ich glaube, ich nehme hier mal Pistole, macht es ja besser auf den engen Raum. Ja, hier ist, kannst vergessen, das ist hier alles schon leer gelootet. Nee, komm. Da verschwinden wir nur Zeit hier. Hier kriegst du auch schon einen Drehwurm. Alles schon leer gelootet. So, wir gehen mal in die Richtung von diesem Punkt, weil da war ja da vorne das Gebäude, da vorne sehen wir ja das Haus. Wir waren ja vorhin da vorne gewesen. Ich wundere mich, wenn ich mal kurz nicht spreche. Ich höre immer nur mal hin, ob ich irgendwas höre. Die Schritte hört man gut von beiden. Also da kann man wirklich nicht meckern. Aber ihr seht, zwei, drei direkte Treffer. Das war's dann mit einem. Ist das? Die könnten wir mal mitnehmen.
Das ist auch ein Magazin. Ist das ein passendes Magazin? Nee, das ist ein anderes. Mal hier. Oder Moment, warte mal. Ich will nochmal doofes Sau gucken. Nee. Das ist Käse. Oh, hier haben wir so eine schöne Ammo-Tasse, Tasche. Nehmen wir mal mit. Da liegt auch noch mal eine Waffe. Haben wir hier irgendwas? Hier ist nichts. Oh, oh, oh. Und ihr seht schon, die sind wirklich noch ein bisschen blöd, die NPCs, ja. Boah, ich treffe nie mal auf 5 Meter. Leck mich doch am Arsch, ey. Ihr seht, hat nicht viel gebracht, ne? Leck mich doch am Arsch, ey. Es kann wirklich nicht wahr sein, ne? Es kann einfach nicht wahr sein. Komm, wir gehen jetzt hier schnell rein, damit wir wirklich so eine Runde machen. Ey, ich kriege noch das Kotzen. Ganz ehrlich, von der NPC gekillt zu werden, wo ich die Solo-Runden gemacht habe, war ich so gut gewesen. Und da konnte ich wirklich flexen. Und jetzt mache ich ein Video und will euch mal was zeigen. Und ihr seht ja, wie es abläuft, ja. Total für den Arsch. Total für den Arsch. Ach halt. So. Gut. Brauchen wir jetzt nochmal Rucksack? Ne, haben wir. Zum Glück. Den nehmen wir aber so mit. So. Ein Magazin. Nochmal eine Spritze. So. Und rein in die Olga. Zack, Play. Eine Lufthammer, zack. Oh, also so viel in kurzer Zeit bin ich auch noch nicht gestorben. Und für die neuen Leute unter euch, sobald man stirbt, alles, was ihr dabei habt, ist weg. Wenn ihr tot seid, verliert ihr alles, wie man es von DayZ kennt und von anderen Survival Games auch. Natürlich dem Vorbild von Escape from Tarkov. Verliert man alles, ja. Dafür könnt ihr euch auf dem Markt neue Waffen kaufen oder ihr geht wirklich splitterfasernackt rein hier. Sieht ja schön aus. Krallt euch hier Waffen und alles und verschwindet aber dann wieder. So, Hauptsache jetzt springt uns hier keiner wieder ins Gesicht. Schaut mal. Oh, was ist das? Geld. Das nehmen wir doch mit. Die würde ich auch gerne mitnehmen, ja, ne? Ist sie noch geladen? Die ist geladen. Okay, ich würde die mal kurz hier liegen lassen. Die kann man ja nicht. Nee, das ging ja nicht, genau. Die lassen wir mal liegen. Ich will nochmal hier oben. Oh, oh, oh. Okay. Ihr habt das gerade gehört? Ich guck mal, ob der VR-Trick hier auch so klappt. Ach, scheiße, der klappt hier nicht so. Scheiße. Warte mal. Ach, scheiße. Ihr habt doch schon gesehen, was ich machen wollte, ne? Ihr habt schon gesehen, was ich machen wollte. Oh, ey. Ich kann nicht springen. So kann man springen. Hup. Okay. Okay. Passt. Aber ja gut. Ja gut, das ist ja egal. Die Waffe ist gesaved.
Ja, das war knapp. Ich dachte, hier ist jetzt einmal einer. Ist hier noch jemand? Hallo? Hier ist noch jemand. Da ist auf jeden Fall noch jemand. Ja. Warte mal, ich will mal hochgucken. Wo kommen die jetzt alle auf einmal her? Ihr leckt mich doch am Arsch. Hä? Scheiße, da war bestimmt unten gewesen. Der war bestimmt unten gewesen. Schade. Ey, das war wirklich mega gewesen. Das war wirklich mega gewesen. Der war 100 Pro nicht allein. Ich hab doch was gehört. Man hat's ja gehört. Garantiert. Komm, wir jumpen nochmal schnell eine Runde so rein. Achso, halt, warte mal, eine Waffe, Armory, komm, schaffen. Okay. Das war jetzt ein bisschen... Gut, das passt so, hier hat man nichts weiter. Ja, ihr habt gesehen, also ich finde sowas dann mega spannend, ja, man steht so eine Minute ruhig da, man hört nichts, auf einmal so ein kurzes Ding ist, ich habe wirklich gedacht, das kam jetzt, das kam jetzt von der Leiche, dass sie irgendwie so dran gestoßen ist, aber da war jemand gewesen. Hat aber auch nichts gesagt, ne? Hat nichts gesagt. So, wir waren ja da gerade gewesen. Und da vorne lagen ja Waffen rum, aber da war ja auch ein NPC gewesen. So, ohne Waffen hier lang zu laufen. Ja, komm. Wenn jemand doof kommen sollte, kriege ich doch mit einem Magazin einen auf den Schädel. Natürlich muss man den Stil mögen von so einem Spiel, ja, dass man wirklich immer wieder von vorne anfängt. Immer wieder von neuem anfängt. Alter, lass mich hier Ruhe. Jetzt nicht, wo das herkommen hier. Sagen wir wie eine Schrotflinte. Lass mich da in Ruhe. So. Gut, jetzt sind wir wieder hier. Perfekt, das Ding ist zu. Halleluja, nur Magazine. Halleluja. Schöne Waffe. Sogar noch Munition drin. Ah, komm mal, fürs Messer. Perfekt. So. Da ist nichts. Jetzt. Er wird mich 100% umbringen. Bin ich da nicht bescheuert? Ja, wir lassen erstmal runterkommen. So.
Hätte die Kisten aufmachen müssen. Siehst du? Schießt nämlich jemand auf mich. 100 Pro der. 100 Pro. Verwende ich meinen Arschstoff. Verwende ich meinen Arschstoff. Da hinten ist einer. Jetzt ist er natürlich weg, ne? Ey, das gibt's noch nicht. Ja, Magazin ist leer. Wunderbar. Okay. Oh. Da ist irgendwo noch einer. Ich wüsste jetzt gerne, wo der hingelaufen ist. Ja, schöner. Da ist nix. Geh mal zu dem Haus davor. Ich hab so ein doofes Gefühl, dass uns da killen wird. Das ist, da ist er nämlich. So. Jetzt können wir ja mal Spieler testen, was passiert, wenn man eine Waffe gibt. Ich bin so guter Mensch, ne? Ich bin eigentlich bescheuert. Scheiße, ich habe meine Waffe verloren. Ich habe meine Waffe verloren. Schöne. Ach, guck mal, da hängt sie. So. Jetzt gehen wir hier in den dunklen Keller. Aber hier gibt es, glaube ich, nichts. Hier ist schon gelootet, ja. Wir haben auch keine Taschenlampe mit. Nö, hier gibt es nichts. Ja. Aber er ist anscheinend nicht hergekommen. Das geht ja an der nicht. Ja, achso, Rucksack habe ich auch nicht. Na gut, ist egal. So, hier ist auch schon alles leer. Er sollte jetzt eigentlich nur so eine kurze Mission nochmal werden. Also nach wie vor, das Spiel ist top. Ich werde euch da immer ein bisschen auf dem Laufenden halten, was es Neues gibt. Ja, ich glaube, ich werde mir jetzt selber einen Gnadenschuss setzen. Und ja, ich habe mich selber gekillt. Schaut gerne mal ins Video rein. Also ich finde es bis heute super, wenn ihr es ausspielt. Schreibt mir in die Kommentare, was euch an diesem Spiel gefällt und wie lange ihr das schon spielt. Also wie viele Stunden habt ihr in dem Spiel? Würde mich mal sehr interessieren. Natürlich Like und Abo nicht vergessen. Tut natürlich kein weh und wir sehen uns nächste Woche wieder. Macht's gut, haut rein. Ciao.